Die E-Lokomotive, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, liebe Modellbahnfreunde, ist die Baureihe 151. Das sind jene sechsachsigen, sehr starken Güterzuglokomotiven, die die Deutsche Bundesbahn damals aufgrund des gestiegenen Güterverkehrs bestellte. Und diese Lok hat Rocco auf die Schienen gestellt und die möchten wir Ihnen heute gerne vorstellen. Der Güterverkehr auf der Schiene hatte Ende der 1960er Jahre eine große Bedeutung. In dieser Zeit stieg er sprunghaft an und mit dem herkömmlichen Fuhrpark an E-Lokomotiven war er bei weitem nicht mehr zu bewältigen. Die vierachsige 140 war im oberen Geschwindigkeitsbereich zu schwach und die kräftigere 150 mit ihren 100 km/h entschieden zu langsam. Das erkannte die Bahn und gab eine Neukonstruktion einer kräftigen und auch schnellen E-Lok in Auftrag. Auf Basis der bewährten Einheits-E-Lokomotivenfamilie komponierte Krupp eine sehr elegante sechsachsige Maschine, die stärker als jede schnellere und schneller als jede stärkere deutsche E-Lok war. Auf dem Dach saßen Stromabnehmer der Bauart DBS 54. Mit dem feingliedrigen, von denen der 103 abstammenden Drehgestellen und den harmonisch proportionierten Aufbau mit den großen Maschinenraumfenstern machte die 151 stilistisch auch heute noch eine sehr gute Figur. 1972 erhielt die DB mit 151 001 die erste dieser starken E-Lokomotive. Insgesamt 170 Stück wurden von Krupp an die Deutsche Bundesbahn ausgeliefert. Auf der Frankenwaldbahn beispielsweise beförderten 151 viele Jahre lang Züge des Interzonenverkehrs. Das fulminante Beschleunigungsvermögen machte sie auf steigungsreichen Strecken selbst vor D- und später auch vor Interregio-Zügen zur ersten Wahl, weshalb sich solche Leistungen bis in den späten 1990er Jahre auch in den Dienstplänen wiederfanden. Mit automatischen Kupplungen ausgestattet, bespannten die Sechsachser seit 1976 im Doppelpack gewaltige, aus 28 sechsachsigen Selbstentladewagen bestehende 5.400 Tonnen Erzzüge, beispielsweise zwischen Duisburg und der Dillinger Hütte im Saarland. Seit 2010 werden vermehrt 151er Maschinen ausgemustert, bei denen die Fristen auslaufen. Es ist also deshalb nur noch eine Frage der Zeit, bis diese starken Maschinen von den Gleisen verbannt sind. Die E151 von Rocco ist ein Zweileiter-Gleichstrommodell mit Sounddecoder und hat eine 22-polige Schnittstelle für Triebfahrzeuge Plugs 22. Angetrieben wird diese Lok von einem fünfpoligen Motor mit Schwungmasse. Die Ausführung und die Farbgebung der Lok entspricht der Deutschen Bundesbahn in Epoche 4. Schauen wir uns das Modell der E151 in der Detaillierung an. Der erste Anblick nach dem Auspacken überzeugt. Sie macht einen sehr wertigen Gesamteindruck. Die Dachaufbauten entsprechen in Form und Ausführung dem Original. Extra aufgesetzte Teile auf dem Dach wie Trittbretter und Lüftungsgitter für Wartungsarbeiten sind in Aids-Technik ausgeführt. Stromzuführungen und Isolatoren sind sehr sauber und fein dargestellt. Die Scherenstromabnehmer sind in Metallausführung. Extra angespritzte Teile, wie zum Beispiel hier das Signalhorn, sind sehr filigran ausgeführt. Der Maschinenraum ist komplett eingerichtet und auch nachgebildet. Fenster und Lüftergitter passgenau und sehr sauber eingesetzt. Griffstangen und Aufstiegsleitern, wie hier am Drehgestell, ebenfalls extra angesetzt. Sehr schön der Frontbereich der Lok. Scheinwerfer in Chromringe gefasst, sehr edel die extra angesetzten Scheibenwischer in Metallausführung. Drehgestelle sind sehr fein dargestellt. Es fehlt praktisch kein Detail. Die Lok hat pro Drehgestell zwei Haftreifen.
Sie ist ausgerüstet mit einer Kurzkupplungskinematik mit Schacht nach NEM 362. Durch die abnehmbare Kupplung im Frontbereich gibt es eine hohe, realistische Darstellung. Alles in allem eine tolle Detaillierung und Ausführung dieser Maschine. Liebe Modellbahnfreunde, wir möchten jetzt die Lokomotive im Fahrverhalten testen und wir fahren mit unserer bekannten Z21 und dem iPad. Wir versuchen mal die Maschine im langsammstmöglichsten Bereich anfahren zu lassen und auch mal zu testen, wie sie die Geschwindigkeitsänderung annimmt. Das wäre jetzt die Kriechgeschwindigkeit. Schauen Sie sich das mal an, wie sauber und ohne zu rucken die Maschine anläuft. So, den Rest, denke ich, wird sie ordentlich machen. Jawohl, wir erhöhen die Geschwindigkeit und werden sie dann im Ausgang der nächsten Kurve im Ausrollverhalten prüfen. Und wir werden jetzt die Geschwindigkeit wegnehmen und auch hier ein sehr sauberes Ausrollverhalten. So, das Gleiche werden wir jetzt in der Rückwärtsgeschwindigkeit, also in entgegengesetzten Fahrtrichtung testen, ob sie das genauso gut und schön meistert. Wir fangen jetzt mal an, in der Kriechgeschwindigkeit zu fahren. Und auch Sie sehen, setzt sich ganz sauber, souverän und locker in Bewegung. Sie gleitet nahezu über die Schienen. Wir erhöhen das Tempo. Und werden Sie jetzt im Ausgang der nächsten Kurve wieder im Ausrollverhalten prüfen. Und genauso sauber vorwärts wie rückwärts ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Kommen wir jetzt zu unserem Geschwindigkeitstest. Wir testen mit der Z21 und als Steuerpult sozusagen unser iPad wieder. Wir testen in drei verschiedenen Fahrstufen. Fahrstufe 10, das ist die Fahrstufe, mit der die Lok eigentlich die Geschwindigkeit oder sagen wir unser Computer die Geschwindigkeit noch erfasst.
In der mittleren Geschwindigkeit mit der Fahrstufe 64 und in der Höchstgeschwindigkeit mit der Fahrstufe 128. So, wir fangen an mit der Fahrstufe 10 und ermitteln die geringste Geschwindigkeit. So, in der Fahrstufe 10 fährt unsere Lokomotive 2,2 km/h. So, jetzt kommt die Fahrstufe 64 und ermitteln die mittlere Fahrgeschwindigkeit. Die Lok durcheilt mit 41,3 km/h die Messstelle und jetzt kommt die Höchstgeschwindigkeit und das ist immer der Knackpunkt. 122,5 km/h. Das spricht für eine sehr gute Einstellung des Wertes der Lok. Und hier bleibt auch wie immer zu sagen, wer es ganz genau mag, die 120 km/h muss die 2,5 km/h weniger in der CV5 entsprechend abändern. Trotzdem an dieser Stelle ein sehr guter Wert, den man auch durchaus so nehmen kann. So, kommen wir zum nächsten Punkt, dem Zugkrafttest. Das ist ja immer so ein kleines entscheidendes Kriterium, was diese Maschine leisten kann. Wir führen diesen Zugkrafttest in der Ebene durch, haben am Zughaken über eine Umlenkrolle ein Gewicht angehangen und wollen mal sehen, was die Maschine in der Ebene zieht. Was sich natürlich dann auf ihrer Anlage sicherlich auch ändern kann, denn sie fahren ja sicherlich nicht nur in der Ebene, sondern auch in Steigungen. Bevor wir den Zugkrafttest anfangen, möchten wir Ihnen noch das Gewicht dieser Lok bekannt geben. Wir haben sie natürlich vorher gewogen. Die Lok wiegt 510 Gramm. Sinnbildlich gesprochen stehen hier zwei Stück Butter auf dem Gleis. Und es lässt zumindest vermuten, dass 510 Gramm Lokomotive und Maschine doch allerhand Gewicht wegbewegen. Wir fangen an mit 50 Gramm am Zughaken und ich vermute, dass diese Maschine damit kein Problem hat. Und Sie sehen, 50 Gramm am Zughaken stellen für diese Lok kein Problem dar. So, wir haben das Anhängegewicht, das Zuggewicht dieser Lokomotive um weitere 50 Gramm erhöht, sodass wir jetzt 100 Gramm am Haken haben. Das sollte also für eine 510 Gramm schwere Lok eigentlich kein Problem sein. Und oha, sie hat doch etwas Mühe schon, diese 100 Gramm zu ziehen. Na. So, da wir gerade festgestellt haben, in der zweiten Messung, dass 100 Gramm schon so ziemlich die Grenzlast waren, sind wir jetzt etwas vorsichtiger und haben nochmal 10 Gramm drangehangen, sodass wir jetzt bei 110 Gramm sind. Mal sehen, ob das wenigstens noch bewältigt. Und Sie sehen, bei 110 Gramm drehen die Räder durch. Erst wenn man die Geschwindigkeit erhöht, zieht es dann doch noch irgendwie weg. Gramm am Zughaken sind zu viel, Sie haben es gerade gesehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder weniger anhängen oder sanden. Damit sind wir wieder am Ende unserer Produktvorstellung angekommen, liebe Zuschauer. Und wie immer am Ende ein kleines Fazit. Fangen wir mit der Gestaltung, dem Äußeren der Maschine an. Sie ist hervorragend detailliert, sehr detailgetreu, besticht durch viele angesetzte Teile in Aids-Technik, was dieses Modell optisch auch sehr aufwertet. Was mir besonders gut gefallen hat, sind die angesetzten aus Metall Scheibenwischer. Das ist wirklich was ganz Tolles. Auch
wiederum an dieser Lok die Loklampen mit den eingesetzten Chromringen, nur um so kleine Details nochmal zu nennen. Das ist wirklich hervorragend und fabelhaft gemacht. Bei den Seitenfenstern der Lokomotive kann man in den Innenraum schauen. Auch das ist hervorragend umgesetzt. Man glaubt wirklich, wenn man die Augen schließt und mal wieder aufmacht und sich die Maschine ganz nah anschaut, das Original vor sich stehen zu haben. Also hier Hut ab, den Roccoleuten ist hier ein wunderbares Stück auf dieser Schiene gelungen. Dann haben wir die Geschwindigkeit getestet. Auch hier müssen wir sagen, dass diese Maschine ausgezeichnet programmiert worden ist und in dem vorgesehenen Rahmen liegt, was die Geschwindigkeit betrifft. Auch hier ein wirklich dicker Daumen plus von uns. Die Fahreigenschaften ebenfalls. Hier besticht die Maschine durch einen sehr ruhigen Lauf. Sie kippelt nicht, sie wackelt nicht. Sie nimmt die Geschwindigkeitsänderung sehr willig an. Also auch hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Dann haben wir den Zugkrafttest durchgeführt. Und liebe Zuschauer, Sie werden es ja nun selbst gesehen und gehört haben. Wir haben wirklich gedacht, bei 510 Gramm Eigengewicht, dass die Maschine dann etwas mehr wegzieht. Sie hat es nicht getan. Es sind für mich, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber 110 Gramm sind die Grenzlast, 100 Gramm sicher. Das heißt jetzt nicht, dass die Maschine nichts taugt oder nichts wegzieht, denn Sie müssen immer wieder bedenken beim Zugkrafttest, was hinten dran hängt, 100 Gramm. Ein vierachsiger Güterwagen zum Beispiel benötigt ungefähr 0,4, 0,5 Gramm, um ins Rollen gebracht zu werden. Das heißt also, wenn Sie jetzt diese 0,5, 6, 7 oder 8 oder 9, 0,9 Gramm nehmen und das auf die 100 Gramm umrechnen, sehen Sie schon wieder anhand dieser bildlichen Sprache, dass Sie dann doch einen ganz passablen Güterzug hinten dran hängen können. Alles in allem ist es ein sehr gelungenes Stück, eine wunderbare Maschine und ich lade Sie jetzt ein, unsere Lok auf unserer Testanlage nochmals zu bewundern.